Alles klar. So, also, wir haben aus der Politik, insbesondere von unserer werten Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ein paar beschwichtigende Worte zum Thema ACTA bekommen. Wir bräuchten uns hier alle gar keine Sorgen zu machen, denn am deutschen Recht würde sich ja ohnehin nichts ändern. Ja. Das Lauf wird selig. Da müssen wir uns natürlich mal fragen, wenn sich am deutschen Recht sowieso nichts ändert, warum diskutieren wir dann überhaupt über ACTA? Und darüber hinaus, ist unser Status quo, ist unser Urheberrecht überhaupt so toll? Wir als Kreative haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wem nützt dieser ganze Spaß überhaupt? Betrachten wir es doch mal im Detail, was in dem Abkommen drinsteht. Denn viele von euch, die auch bei Anonymous tätig sind oder die sich mit der ganzen Netzcommunity identifizieren, fürchten sich natürlich vollkommen zu Recht, dass die Kommunikationswege im Netz zensiert werden, dass eure Anschlüsse überwacht werden und tatsächlich gibt dieses Abkommen sehr viel dafür her. ACTA ist in Bezug auf Internet und alles, was da so vertrieben wird, auch an Kulturgütern, eine ganz klare Richtungsentscheidung gegen den Verbraucher. Zum einen sollen DRM-Maßnahmen geschützt werden und es soll ein Verbot ergehen zur Umgehung von Kopierschutzsystemen. Hier hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger tatsächlich recht, sowas haben wir in Deutschland schon und wir kennen auch bereits die Resultate dadurch. Wer heutzutage sich zum Beispiel ein Computerspiel kauft, der ist meistens dazu gezwungen, irgendwelche drakonischen Maßnahmen als Verbraucher über sich ergehen zu lassen. Der muss eine ganz, genau, Origin zum Beispiel, da haben wir einen Kenner. Ja, der muss seinen Computer von Spyware durchschnüffeln lassen, damit der Rechteinhaber sicher gehen kann, dass dort keine illegal kopierten Werke drauf sind. Was passiert, wenn sich jemand vor dieser Schnüffelsoftware schützen möchte und dann beispielsweise das Werk, das er eigentlich gekauft hat, crackt? Ja, es wird gescannt und was passiert? Direkt wird der komplette Account dicht gemacht, wo man vielleicht hunderte Euro in verschiedene Spiele oder andere Medien investiert hat. Und als Verbraucher hat man keine Chance, da wirklich gegen anzugehen. Aber noch was viel, viel Gefährlicheres. In einer kleinen Fußnote, in einem Paragraphen von ACTA, kommt die Providerhaftung ins Spiel. Was heißt Providerhaftung eigentlich? Providerhaftung bedeutet, wenn irgendjemand über seinen Internetanschluss illegal Material zieht, dann kann man ihn dafür natürlich belangen und die Internetprovider sollen dafür zu Hilfs-Sheriffs gemacht werden. Wie können sie das natürlich machen? Zum einen wird man versuchen, und das steht tatsächlich auch in den Anmerkungen zu ACTA drin, dass man freiwillige Übereinkünfte, freiwillige Verträge mit der Regierung schließt, weil man diese Gesetze wahrscheinlich sonst gar nicht durchbekommen würde. Da ist ja schließlich auch noch das Verfassungsgericht im Weg. Was dann passiert, haben wir bei der Telekom gesehen. Da hat nämlich auch der Malte Spitz von den Grünen mal Auskunft erteilen lassen, was denn alles an Daten über ihn gespeichert worden sind. Und wenn man das mal auf einer Karte betrachtet, da wird zum Beispiel die Handy-Lokalitäten werden damit übertragen und es ergibt sich eine ganz dichte Karte davon, wo man über Monate hinweg nachverfolgen kann, wer wann wo sich aufgehalten hat. Und das Ganze im Namen der Kreativen, bitte, ich will das garantiert nicht und ich kenne auch keinen Kreativen, keinen Kulturschaffenden, der das wirklich will. Wir sind da genauso betroffen wie alle von euch. Das ist mal nicht. Wie schnell diese ganzen Daten missbraucht werden können, da können wir gerade nämlich auch sehr schön beim rosa Riesen der Telekom sehen. Inzwischen haben wir die Vorratsdatenspeicherung ja erstmal ausgesetzt zum Glück. Malte Spitz hat noch mal nachgefragt und was ist? Die speichern fröhlich weiter, als wäre die Vorratsdatenspeicherung noch. Und mit ACTA wird das Ganze festzementiert im Namen der Unterhaltungsindustrie. Nein, danke. Die vor allem die Provider in die Pflicht nimmt und sie zur Hilfs-Sheriffen macht, das können wir nicht durchgehen lassen. Stopp!
das ACTA hier und jetzt. Sternstraße.